Mahlzeit und frohe Ostern an alle übrigens. Ich hoffe, ihr konntet den Tag mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit euren Liebsten verbringen. Denn das ist auf jeden Fall was Wichtiges, darf man nicht vernachlässigen. Kleine Weisheit am Rande muss auch mal sein. Also wie gesagt, frohe Ostern. Und heute gibt es eine neue Folge Top 5 Fails. In alter Frische kam ja schon lange nicht mehr. Deshalb jetzt an dieser Stelle. Und dann, wer auch mitmachen möchte und uns Clips zusenden will, der kann sich das Ganze im Hintergrund durchlesen. Wie immer sind dieselben Regeln. Wem das Ganze zu schnell ging, einfach pausieren, in Ruhe durchlesen und ab geht's. Auf der Nummer 5 wird ganz lässig ein Strike gespielt, so wie man es kennt. Alles in Ordnung. Und da werden die Kreicher abgeschossen, so wie es auch sein soll. Und plötzlich kommt ihnen dann einfach mal ein Kreicherteil entgegen. Und auf der Nummer 4 haben wir einen relativ alten Clip. Und was ist eine Folge Top 5 Fails ohne einen Clip von Nero? Es steht 4-4 in Osiris, also es geht um alles sozusagen. Und Nero schmeißt dann seine MLG Pro Nade und seht selbst. Dein Team wurde eliminiert. Viel Glück beim nächsten Mal. Nummer 3 ist auch ein Clip, der mir gut gefällt. Also diese Woche haben wir schöne dabei. Hat mich gefreut, die überhaupt hier mal so anzusehen, sie zu kommentieren jedenfalls. Ist hier ein Striker Titan und der riecht absolut den Braten in der Röhre, aber er bekommt nichts. Bei diesem Clip hätte ich mich persönlich selbst sehr geärgert. Jedenfalls ist hier die Person ordentlich am Rasieren, also gar keine schlechte Sache. Und man kennt es, dann kommt die Iron Fist vom Titan. Jeder kennt sie, wenn man einfach mal durch die komplette Galaxie da geschlagen wird und dann fällt man auch noch unglücklich in den Tod. Führung verloren. Jo, wie der mich weggekickt hat. Das hättet ihr sehen müssen. Und nun die Nummer 1, die finde ich persönlich sehr amüsant. Erst sieht so aus, als wenn der Titan irgendwie auf Toilette muss oder irgendwie dringend was erregen muss, einen Stock im Arsch hat, was auch immer, dann hüpft er da komisch rum. Das ist echt zu lustig, was hier manchmal in Destiny passiert. Guckt es euch an, mir hat es sehr gut gefallen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Top 5 Fails. Die hat mich auf jeden Fall gut unterhalten können. Ich hoffe, euch geht's genauso. Und falls ihr Nero und mich unterstützen wollt, ein Daumen ist immer gerne gesehen. Schreibt einen chilligen Kommentar, haben wir auch sehr gerne. Wir lesen wie immer alles. Und ansonsten wünsche ich euch noch schöne Feiertage. Und in diesem Sinne, spielt nicht so viel an euren Eiern.